Hallo Stadtgärten, hier sind wir am Hafengarten am Alberthafen, einem der jüngsten Gemeinschaftsgärten in Dresden. Ich stehe hier vor unserer Spatzenzentrale. Die ist vor allen Dingen für den Austausch mit den Leuten, die hier vorbeikommen, gedacht. Ihr könnt unter anderem Samentütchen mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch selber Samen aus euren eigenen Garten, die ihr hier auch anpinnen könnt, damit ein kleiner Austausch entsteht. Oder ihr könnt euch für heute kleine Pflanzen mitnehmen, in dem Fall Zitronenmelisse und Staudenkresse, die wir heute für euch bereitgestellt haben. Und ansonsten haben wir ziemlich viel auch angepflanzt. Lavendel, rotes Gänseblümchen, Frauenschuhe. Hinter der Spatzenzentrale haben wir kleine Kinderbeete angelegt, wo auch heute schon kleine fleißige Gärtner dabei waren, Erdbeeren zu pflanzen, Salatpflänzchen einzusetzen, Radieschen zu sehen und dann sich natürlich darauf freuen, das Wachsen zu sehen. Und wir gießen ab und zu mal mit und natürlich sind auch die kleinen Gärtner eingeladen, da weiter mit dabei zu sein. Dann haben wir hier vorne eine Kräuterhecke angelegt mit Zitronenmelisse, Apfelminze, Schnittlauch, Petersilie. Und hier vorne ist unsere kleine Kiste zu sehen. Da sollen Werkzeuge für die Kinder mit bereitgestellt werden. Es können auch Spielzeuge für den Sandkasten, der hier daneben steht, mit abgeleckt werden. Gießkannen sollen hier reingehen, dass dann auch jeder mal gießen kann, wenn wir nicht auf der Fläche sind. Und wenn ihr jetzt mal in den Garten reinschaut, seht ihr ganz hinten einen Totholzhaufen. Der ist gedacht, dass wir für Insekten, die sich hier ansammeln, da einen Unterschlupf haben, beziehungsweise natürlich auch Holz genutzt werden kann. Danach kommt eine wilde Ecke mit Wildkräutern, die wir speziell dafür ausgesucht haben, wie Spitzwegerich, Vogelmiere, Schafgarbe. Und ein Stückchen weiter rein haben wir aus Stecklingen eine essbare Hecke angelegt, von der wir sehr hoffen, dass sie dieses Jahr schon die ersten Früchte trägt. Und weiter geplant sind, Gemüsebeete anzulegen, weiter Blumen auszubringen. Deswegen kommt alle vorbei, helft mit, dass es ein schönes Gartenjahr wird. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann schaut einfach in die Beschreibung. Dann könnt ihr uns da per E-Mail erreichen. Tschüss!